Hans Roth, Lehrer, 35 Jahre alt. Er war nie in einer radikalen Partei und darf trotzdem nicht Beamter sein, aus politischen Gründen, im sozialliberal regierten Hessen. Herr Roth, ist für Sie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ein staatlicher Ordnungsrahmen, mit dem Sie sich identifizieren, in dem Sie leben können? Ich kann mich damit gut identifizieren. Ich finde, dass unsere Verfassung sich in einem Satz zusammenfassen lässt, der heißt, der Staat hat dem Bürger zu dienen und nicht der Bürger dem Staat. Und ich glaube, dass ein solcher Gedanke, wie er sich dann im Grundgesetz konkretisiert, geeignet ist, eine Wiederkehr eines menschenfeindlichen Systems wie des nationalsozialistischen zu verhindern. Sie bezeichnen sich als demokratischer Sozialist. Was heißt das für Sie? Ich bin Sozialist, weil ich bestimmte Erfahrungen in unserer Arbeitswelt gemacht habe. Erfahrungen, die mich dahin bewegen, dieses Wirtschaftssystem nicht zu akzeptieren, was ein Unterschied ist zu unserem politischen und Verfassungssystem. Übrigens Erfahrungen, die auch eine CDU in ihrem Ahlener Programm dazu bewogen hat, zu sagen, dies wird den Lebensinteressen der Menschen nicht gerecht. Aber ich bin ein demokratischer Sozialist, weil ich finde, dass bestimmte Errungenschaften der bürgerlichen Revolution, insbesondere die politischen Freiheitsrechte, in den Ländern des realen Sozialismus nicht verwirklicht sind. Das heißt, mit dem realen Sozialismus in der DDR oder in der Sowjetunion haben Sie nichts im Sinn? Ich finde, dass die Substanz unserer Verfassung, wozu gehört Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Recht auf Opposition, Unabhängigkeit der Justiz, dass alle diese Prinzipien nicht verwirklicht sind in den Ländern des realen Sozialismus. Und ich halte das für zu wichtige Errungenschaften, als dass sie preisgegeben werden können. Dieser Film erzählt die Geschichte vom Hindernislauf des Demokraten Hans Roth. Dieser Hindernislauf begann schon vor 10 Jahren und kann nochmals Jahre dauern. Erste Hürde, die Bundeswehr. Hans Roth war Zeitsoldat, Oberleutnant der Reserve, wollte Berufsoffizier werden, bis es die Notstandsgesetze gab. Er lehnte sie ab, weil er einen Missbrauch der Bundeswehr fürchtete, ihren Einsatz gegen Feinde im Innern. Die Bundeswehr anerkannte ihn als Wehrdienstverweigerer ohne Verfahren, was gesetzeswidrig ist. Vergebens bestand Roth auf einem Verfahren. Sein Wehrpass wurde ihm mit dem Vermerk zurückgeschickt. Als Kriegsdienstverweigerer anerkannt. Damit ist Roth der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, der zugleich Kriegsdienstverweigerer ist. In Vorträgen vor evangelischen Jugendgruppen begründete Roth seine Entscheidung. Die Presse berichtete darüber, und der hessische Verfassungsschutz legte eine Akte über ihn an. Danach wollte Roth Lehrer werden, doch ein Stipendium wird dem politisch Verdächtigen abgelehnt. Zweite Hürde, der Verfassungsschutz. Roth studiert Erziehungswissenschaft und evangelische Theologie. Der Student bekämpft die DKP und nennt sich demokratischer Sozialist. Er gründet ein fröhliches Sozialismus-Kollektiv, das kein Zentralorgan herausgibt wie andere sozialistische Gruppen, sondern ein Randorgan mit dem schönen Namen Rotes Gänseblümchen. Sozialisten, die auch noch Humor haben, scheinen dem hessischen Verfassungsschutz besonders verdächtig. Der hessische Minister des Innern unterstellte Hans Roth Verfassungsfeindlichkeit. Er behauptete sogar, Roth habe für den Spartakus, eine Assoziation marxistischer Studenten, kandidiert und damit die Ziele des Marxismus-Leninismus vertreten. Dass Gruppierungen, die für die Ziele des Marxismus-Leninismus eintreten, verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, ergibt sich aus dem KBD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Hier irrten Verfassungsschutz und Innenminister. Hans Roth hat nicht für den marxistischen Spartakus kandidiert. Hier ist die Wahlliste von damals, ohne den Namen Roth. Hans Roth war nie Mitglied einer kommunistischen Partei. Dritte Hürde, der Staat. Nach Studium und Examen will Roth in den hessischen Schuldienst. Doch das Regierungspräsidium lädt ihn zu einer Anhörung. Erst jetzt erfährt er, dass der Verfassungsschutz Informationen über ihn gesammelt hat. Solche Anhörungen waren damals in Hessen sicher noch nicht legal, oder? Ja, die gab es überhaupt noch nicht.
Man muss sich ins Gedächtnis rufen, dass zu dem Zeitpunkt gerade die SPD den Wahlkampf geführt hat mit Parolen wie die CDU will Gesinnungsschnüffelei einführen und wir sind dagegen und deshalb wählt SPD. Und was passierte dann mit diesem Material, das da über Sie angefertigt wurde? Auch darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Was ich weiß, ist, dass ich nicht vereidigt wurde. Was ich noch weiß, ist, dass es dann Auseinandersetzungen gab um die Frage meiner Einstellung und dass ich dann nach Kampf mit Verspätung doch Referendar werden konnte. Roth wurde zwar Referendar, aber danach nicht Beamter. Er fiel zunächst unter den Extremistenbeschluss. Doch Gerichte und Regierungspräsidium mussten ihm Verfassungstreue bescheinigen. Roth wurde aber wieder abgelehnt. Jetzt hieß es, er sei ein schlechter Pädagoge. Doch in Roths Zeugnis steht unter Pädagogik wie unter allen anderen Fächern die Note sehr gut. Die Akten des Verfassungsschutzes, obwohl falsch oder gefälscht, wiegen schwerer als verfassungstreue und pädagogische Qualitäten. Vierte Hürde, die Gerichte. Seit 4 Jahren versucht Roth über hessische Gerichte die Vernichtung seiner Verfassungsschutzakte zu erreichen. Mehrere tausend Seiten dokumentieren seinen Kampf vor Gericht. Ein früherer hessischer Minister hat ihm zwar gesagt, die Akten des Verfassungsschutzes zeichnen ein falsches Bild, aber die Akten wurden dennoch nicht vernichtet. 1977 hatte das Verwaltungsgericht Kassel schon entschieden, die Akten müssen vernichtet werden, aber dagegen legte dann der hessische Innenminister Berufung ein, mit Erfolg. Hans Roth ging daraufhin vor das Bundesverfassungsgericht. Er will endlich wissen, was eigentlich der Verfassungsschutz in geheimen Akten über ihn gesammelt hat. Wenige wissen, dass unsere Vorfahren während der bürgerlichen Revolution auf die Barrikade gegangen sind mit der Parole La Charte ou la mort, Verfassung oder Tod. Das heißt, die waren bereit zu sterben, wenn sie nicht eine Verfassung kriegten, als Schutz gegen feudale Willkür damals. Das klingt heute ungeheuer dramatisch. Meine Sache ist absolut nicht so dramatisch. Aber mir geht's doch ein bisschen schon darum, mal ernsthaft zu prüfen, wie es mit den Verheißungen unserer Verfassung aussieht. Eben auch mit dem Schutz vor Willkür. Der erste Prozess dieser Art in der Bundesrepublik. Roths Hindernislauf ist zugleich ein Langstreckenrennen. Es kann nochmals 3 Jahre dauern, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Wo immer er anfängt zu arbeiten, die Akte des Verfassungsschutzes ist schon da. Er muss mit dem Keinsmal Verfassungsfeind leben. Fünfte Hürde, die hessische Parteipolitik. Als Lehrer abgelehnt, als Kommunist beschimpft, zum Fall degradiert. Hans Roth arbeitete als Fußballtrainer, Hilfsarbeiter und Dekanatsjugendwart bei der evangelischen Kirche. Seine Vorgesetzten stellten ihm gute Zeugnisse aus. 2 CDU-Kommunalpolitiker schrieben über Hans Roth als Leiter eines Jugendheims: Durch seine pädagogisch geschickte Art ist es ihm gelungen, der drohenden Gefahr vor Rauschgiftkonsum erfolgreich entgegenzuarbeiten. Und? Auch in der Auseinandersetzung mit dem KBW, dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands, hat er sich bewährt. So urteilen CDU-Politiker. Roths Gewerkschaft streitet für ihn, seine Schüler sammeln Unterschriften, alles umsonst. Wenn Schüler einen Lehrer auch noch mögen, scheint das besonders verdächtig. Wenn der Hindernislauf dieses Lehrers je ein Ende haben sollte, dann hat er mehr als 100.000 Mark gekostet. Roths Liebe zu Kindern und seine Beschäftigung mit der Theologie lassen ihn dies alles durchstehen. Den Kampf mit dem Verfassungsschutz, den Kampf mit dem Kultusminister, den Schulbehörden, dem Innenminister, den Kampf um Einsicht in seine Verfassungsschutzakte. Das Land Hessen hat ihn jetzt für 3 Jahre als Lehrer angestellt. Das heißt, er arbeitet für weniger Geld und kann nach 3 Jahren wieder auf der Straße stehen. Als er erneut eine Beamtenstelle forderte, erhielt er seinen 5. Ablehnungsbescheid. Jeder war anders begründet. Die neuesten Begründungen: Keine positive Grundhaltung gegenüber den künftigen Dienstherren. Und? Mangel an charakterlicher Reife. Mangel an charakterlicher Reife war schon ein Nazi-Argument, schrieb Hans Koschnick in diesen Tagen dem SPD-Bundesvorstand. Hans Roth hatte es gewagt, den hessischen Kultusminister schriftlich zu kritisieren. Nach all dem, was ihm angetan worden war. Dafür soll er jetzt büßen. Seine erzieherischen Grundsätze hat er in diesem Buch beschrieben. Fachleute zählen Roths Aufsatz zum Besten, was über therapeutischen Unterricht geschrieben wurde. Der angebliche Kommunist Hans Roth
hat im Wahlkampf 1974 eine Bürgerinitiative für die SPD unterstützt. Und 1978 die FDP. So verfassungsfeindlich und so gefährlich ist dieser Mann. Hans Roth ist einer, der den Worten der Parteipolitiker lange geglaubt hat. Auch dieser SPD-Anzeige. Hessen muss frei bleiben von Bespitzelung und Schnüffelei, frei von Dreggerstrauß und Co. Deshalb SPD.